Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video geht es darum, was die Folgen von iOS 11 sind, beziehungsweise die Folgen mit der Apple-Politik, dass sie 32-Bit-Apps nicht mehr weiter unterstützen werden. Welche Apps genau nicht mehr unterstützt werden, das könnt ihr auf eurem iPad nachsehen oder auf eurem iPhone. Dazu öffnet ihr die Einstellungen und geht auf Info und dann auf Apps. Da sehen wir jetzt drei Apps, die nicht mehr lauffähig sind, auch unter iOS 11. In diesem Fall ist es nur eine Zeitschrift und zwei Spiele. Das ist jetzt nicht weiter schlimm, wenn es aber um Apps geht, die ihr produktiv nutzt, die mit Datenbanken verknüpft sind oder in der ihr wichtige Daten ablegt, dann hat es die Folge, das werde ich euch nachher auch schnell zeigen, dass ihr diese dann unter iOS 11 nicht mehr öffnen könnt, beziehungsweise ihr kommt nicht mehr an eure Daten ran. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten oder drei Alternative suchen, da der Inhalt der App, also eure Daten exportieren und eventuell dann in der Alternative neu einpflegen, vielleicht noch auf ein Update drängen beim Hersteller, je nachdem, ob das klappt, oder vorerst auf iOS 11 verzichten. Ihr werdet auch schon länger gewarnt. Ich habe jetzt hier mal das Fruit Splash. Da kommt jetzt eine Warnmeldung. Dauert einen Moment. Okay. Nee, die kam jetzt nicht, weil ich es vorhin schon offen hatte. Dann probiere ich mal das Moorhuhn. Mal gucken, ob sie da kommt. Ja, da wird es jetzt eingeblendet. P muss aktualisiert werden, dass diese App nicht mehr läuft unter iOS 11. Ich werde jetzt dann gleich ich switche jetzt mal schnell auf mein iPad Mini. Auf dem habe ich die Beta von iOS 11 bereits installiert und da seht ihr dann die Folgen. Bis gleich. So, nun bin ich auf mein iPad Mini geswitcht mit der Beta-Version 10 von iOS 11. Da gehe ich wieder auf Info, Apps und da seht ihr jetzt, dass keine Updates für die App Scanner und HitRadio FFH verfügbar sind. Das hat zur Folge, dass wenn ich diese App öffnen will, nur noch diese Fehlermeldung kommt. Ich kann dann noch mit OK bestätigen oder auf weitere Infos. Aber mehr als die Einstellung öffnet es mir nicht. Und werden jetzt Daten gespeichert in dieser App, komme ich nicht mehr daran. Also, ganz wichtig, prüft zuerst, welche Apps betroffen sind, bevor ihr das Update auf iOS 11 macht. Sucht euch nach einer Alternative, ansonsten bleibt euch nichts anderes übrig, als auf die App zu verzichten oder dann auf iOS 11. Jedoch geht ihr dann das Risiko in Kauf, dass ihr keine Sicherheitsupdates mehr von Apple erhalten werdet. Ja. Im Video werde ich noch einblenden, für welche iDevices das iOS 11 erscheinen wird. Das ist meines Wissens für alle iPhone 6. Ja, ich werde es einblenden. So, damit wäre ich jetzt am Ende dieses Videos. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.